So, ich begrüße euch ganz herzlich in diesem Video, in dem wir uns mit den Kardinalitäten der Chen-Notation und der modifizierten Chen-Notation auseinandersetzen werden. Dazu setze ich jetzt einfach mal voraus, dass ihr über die Grundlagen des CR-Modells Bescheid wisst. Aber ansonsten könnt ihr euch das in dem oben verlinkten Video nochmal anschauen. Aber kleiner Ausschnitt aus dem vorherigen Video. Wir sehen hier zwei Entitätstypen, einmal Kunde und einmal Bestellung. Und dazwischen steht eine Beziehung, also ein Kunde tätigt eine Bestellung. Und rechts und links daneben findet ihr jeweils eine Zahl bzw. einen Buchstaben. Und hier handelt es sich um die Kardinalitäten. Und die geben an, wie viele Entitäten eines Entitätstyps mit einer anderen Entität eines anderen Entitätstyps in Beziehung stehen. Also ein Kunde kann in diesem Fall n Bestellungen tätigen und eine Bestellung ist immer einem Kunden zugeordnet. Zumindest sollte das in der Praxis so sein. Aber wo das Problem auftritt, das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Denn diese Kardinalitäten, die ihr hier gesehen habt, die stammen aus der normalen Chen-Notation. Und hier steht uns einmal die 1 zur Verfügung und die steht für 0 oder 1. Und das n bzw. das m, was für beliebig viele steht. Und daraus ergeben sich jetzt drei mögliche Kombinationen. Und zwar einmal die 1 zu n Beziehung, die m zu n Beziehung und die 1 zu 1 Beziehung. Die m zu n Beziehung steht in diesem Fall für eine beliebig viele zu beliebig vielen Beziehung. Und wer meine Videos kennt, der wird jetzt erwarten, dass wir uns das Ganze am Beispiel der Hyper-EDV angucken und der wird deshalb enttäuscht sein. Denn zur Abwechslung schauen wir uns mal die Datenbank einer Grundschule an, die ihre Schüler damit verwaltet. Und jetzt gucken wir uns zuerst mal das CER-Modell an, welches die Kardinalitäten der normalen Chen-Notation nutzt. Das zentrale Element von diesem CER-Modell einer Grundschule ist natürlich der Entitätstyp Schüler. Und das Erste, was wir wahrscheinlich mit einem Schüler verbinden, ist, dass dieser eine Klasse besucht. Und hier dürften die Kardinalitäten klar sein. Also ein Schüler besucht eine Klasse oder sogar eventuell keine, denn wir erinnern uns, die 1 steht für 0 oder 1 und eine Klasse wird von beliebig vielen Schülern besucht. Und hier können die ersten Skeptiker unter euch schon misstrauisch werden, denn eine Klasse wird ja in der Regel nur entstehen, wenn mindestens ein Schüler die Klasse besucht. Aber das können wir mit der normalen Chen-Notation nicht angeben. Wir müssen hier auf die Kardinalität mit den beliebig vielen zurückgreifen. Also so ganz genau sind wir hier nicht, das muss man leider zugeben. Und im nächsten Schritt kommt die AGs dazu. Hier handelt es sich um eine M zu N Beziehung. Bedeutet, ein Schüler kann beliebig viele AGs haben, also 0, 1 oder mehrere, und eine AG kann von mehreren Schülern gewählt werden. Und auch hier merkt ihr wieder, hier tritt ein Problem auf, was die Genauigkeit angeht. Wir können hier nicht angeben, dass eine AG aus mindestens einem Schüler besteht, sondern wir können nur sagen, dass eine AG aus beliebig vielen Schülern besteht. Jetzt erweitern wir unser ER-Modell noch um den Entitätstyp Ausweis bzw. den Schülerausweis. Und hier handelt es sich logischerweise um eine 1 zu 1 Beziehung. Also ein Schüler besitzt einen Ausweis und ein Ausweis wird einem Schüler zugeordnet. Aber die 1 steht ja für 1 oder 0, sprich, ein Ausweis muss keinem Schüler zugeordnet werden, also kann einem Schüler zugeordnet werden und ein Schüler kann einen Ausweis haben, muss ihn aber nicht haben. Das kann jetzt fachlich korrekt sein, aber ungenau ist es trotzdem. Und sofern wir die Situation haben, dass ein Ausweis immer einem Schüler zugeordnet ist, dann stoßen die Kardinalitäten der normalen Chen-Notation schnell an ihre Grenzen. Und um das Problem zu lösen, schauen wir uns jetzt mal die Kardinalitäten der modifizierten Chen-Notation an. Und hier finden wir einmal die 1 vor, die für genau 1 steht, das C, was für 0 oder 1 steht, also für can, das m, das für mindestens 1 steht und die Kombination aus m und c, also eine Kombination aus must und can und die steht dann wirklich für beliebig viele. Also ihr merkt, hier sind wir deutlich genauer unterwegs und wie das dann genau im ER-Modell aussieht, das gucken wir uns jetzt mal an. Und dann starten wir wieder mit unserem Entitätstyp Schüler und der Beziehung zwischen Schüler und Klasse. Und hieraus ergibt sich jetzt eine C zu M Beziehung. Dadurch ergibt sich jetzt folgende Konstellation. Ein Schüler kann einer Klasse zugeordnet sein, muss es aber nicht. Also wenn wir Schüler haben, die gerade unsere Schule verlassen haben und wir wollen die aber trotzdem noch abspeichern, dann haben wir dieses Szenario damit abgedeckt. Und eine Klasse besteht durch das M jetzt mindestens aus einem Schüler, also eine Klasse, die keine Schüler hat, die gibt es in diesem Fall nicht. Und die nächste Beziehung, die wir uns angeguckt haben, war die zwischen Schüler und AG. Und hieraus wird jetzt eine M zu MC Beziehung. Das bedeutet, ein Schüler kann jetzt bei einer AG mitmachen,
Muss es aber nicht. Er kann aber jetzt auch bei beliebig vielen AGs mitmachen. Und umgekehrt muss eine AG jetzt immer mindestens aus einem Schüler bestehen. Und dann fehlt uns noch die Beziehung zwischen dem Schüler und dem Ausweis. Und hier handelt es sich jetzt um eine 1-zu-C-Beziehung. Bedeutet, ein Schüler kann einen Ausweis besitzen, muss es aber nicht, also 0 oder 1. Und ein Ausweis ist immer genau einem Schüler zugeordnet, was ja auch in der Regel Sinn ergibt. Also ihr merkt, mit den modifizierten Kardinalitäten in der Chen-Notation, da wird die ganze Geschichte schon deutlich genauer als mit den Kardinalitäten der normalen Chen-Notation. So, ich hoffe, die Vorzüge der modifizierten Chen-Notation bzw. der Kardinalitäten sind klar geworden. Links geht's zum Video, in dem ich etwas über die referenzielle Integrität erzähle. Und rechts, da erfahrt ihr, welches Tool meiner Meinung nach das beste ist, um ER-Modelle zu erstellen. Schaut da gerne mal rein und ansonsten bis zum nächsten Mal.